Smarana, ihr Lieben, ich freue mich so sehr, heute unsere liebe Sonja Ariel von Staden als Gast zu haben. Und liebe Sonja Ariel, schön, dass du da bist. Ja, und vielleicht magst du ja kurz ein paar Worte zu dir sagen, dass dich meine Abonnenten auch mal richtig kennenlernen können. Vielen Dank erstmal, liebe Monika, dass wir uns jetzt so austauschen können. Sehr, sehr schön, diese Vernetzung jetzt zu haben. Ja, also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin spirituelle Künstlerin. Ich sitze bei meinen Videos für meinen Kanal meistens vor großen Bildern, die ich male, auch wenn ich kleine male. Ich bin eben auch Inspiratorin und habe, wie du auch, Monika, meinen YouTube-Kanal, wo ich meine Erkenntnisse, meine Eingebungen weitergebe. Ich habe Bücher geschrieben, Kartensets gemacht. Ich bin von Herzen her wirklich Kreativität pur und liebe es, mich über diese Schöpferkraft einfach auszudrücken und mein Licht leuchten zu lassen, wie hoffentlich so viele von uns und immer mehr. Ja, auf jeden Fall immer mehr. Wir machen das vor und ihr macht alle mit. So ist es ja meistens. Und das ist ja das, was mir auch so viel Freude bereitet, dieses Licht auszudehnen und die Liebe auszudehnen und euch mit unseren Gaben zu beschenken. So sehe ich das auch. Ja, wunderschön. Das Bild ist übrigens super, was du im Hintergrund hast. Dankeschön. Auch das leuchtet. Ah, toll. Das Sternentor der Seele. Also es ist riesig, es könnte noch mehr Raum füllen, aber es ist halt schön, diese Energiebilder im Rücken zu haben. Du hast auch immer zauberhafte Hintergründe, aber irgendwer kam mal letztes Jahr darauf zu sagen, hey, es ist doch schön, wenn du deine Bilder im Hintergrund hast. Und so kann jetzt zum Beispiel diese Seelenkraft auch über das Video wirken, ja? Also mit der Botschaft, die es beinhaltet. Und ja, so wie wir über Worte eben Energie weitergeben können, über Umarmungen, über gemeinschaftliches Lachen, Freude, können eben auch Energiebilder Energie schenken. Und das ist immer so ein Zusatznutzen, wenn ich meine Videos mache. Ja, das finde ich echt ganz toll. Also sehr, sehr schön. Das leuchtet so richtig gut. Ja, also heute ist ja der Tag vom Maya-Kalender, habe ich mal nachgeguckt, ist der Tag der Zusammenarbeit und der Reinigung. Also, und jetzt beginnt hier bei uns, würde ich sagen, so eine Art der Zusammenarbeit, der spirituellen Zusammenarbeit. Und das ist ja das, was auch so oft in den Botschaften gesagt wird, kommt zusammen, wirkt zusammen und nehmt das Licht auf, verbreitet das Licht. Und das finde ich ein wunderschönes Omen, ein wunderschönes, wir haben jetzt den Tag ausgesucht, ohne zu gucken. Ja, genau. Na, wir hatten ja schon mal ein Gespräch geplant und dann willst du Gott zum Lachen bringen, mache einen Plan, dann kam wieder was dazwischen. Ich habe es verhuddelt und danke dir für deine Gelassenheit und Geduld. Und jetzt ist es natürlich irgendwo immer auch sinnvoll, manchmal das zu überhüpfen. Also irgendwie das Leben lenkt ja schon die Energie an den richtigen Punkt. Und heute eben dieses vielleicht dadurch noch intensivere Vernetzen. Ich denke schon, dass es auch was zu bedeuten hat. Es geschieht ja nichts zufällig, das wissen wir ja als Lichtarbeiter. Und heute unter dieser Energie der Zusammenarbeit finde ich das richtig gut. Ja, ja, genau. Ja. Dieses Lichtnetzwerk noch zu verdichten. Also ich stelle mir das wirklich immer wie ein Spinnennetz vor, wo es dann immer neue Knoten gibt. Dann wird wieder so ein goldener Faden von der einen Seite reingewebt, dann wieder von der anderen Seite, wenn mehr Menschen sich eben untereinander verbinden. Du stellst mich jetzt deiner Community vor, ich werde dich dann meiner vorstellen und so verstärken wir einfach dieses Lichtnetzwerk, das wir ja alle im Moment so intensiv auch brauchen, um diesen Wandel gut zu überstehen. Genau, da sind wir auch bei dem Thema, wie kommen wir am besten durch den Wandel durch? Das ist ein Anliegen für uns alle, ne? Weil es ist ja schon auch heftig, die Energie. Teilweise wirklich auch körperlich spürbar. Und wie ist es für dich, Sonja? Wie machst du das, wenn es jetzt beginnt, wenn du mal richtig spürst, wie die Energie dich vielleicht schlapp macht oder du einfach, ich weiß nicht, wie spürst du das?
Also ich hatte es so im Vorgespräch gerade gesagt, es gibt Tage, da habe ich manchmal den ganzen Tag, manchmal punktuell, so regelrecht Watte im Kopf. Früher habe ich immer gesagt, das ist der Schneekugel-Effekt. Spannend, das kam jetzt lange nicht mehr, dieses Wort. Und ich habe darüber sogar in meinen Büchern auch geschrieben, über diese Effekte dieses Wandels. Er war, als ich anfing mit Schreiben vor 20 Jahren, noch nicht so stark spürbar. Wobei natürlich, es fing ja schon im letzten Jahrhundert an, Mitte letztes Jahrhundert, dass es so wirklich auch an die Oberfläche kam, dass sich unser System sehr stark wieder in Richtung Einheit entwickelt. Und dieser Schneekugel-Effekt ist für mich wirklich vergleichbar. Wenn alles gut ist, dann sind diese Schneeteilchen in so einer schönen Schneekugel am Boden. Man sieht das Motiv und dann gibt es Tage, wo das Universum daran rüttelt und dann ist alles nur noch eine riesige Staubwolke. Also eine riesige, ein bisschen so wie dein Hintergrund, nur ein bisschen wilder. Ja. Und das ist dann so in meinem Kopf und das waren immer Tage, das habe ich in den letzten 10 Jahren so ein bisschen rausgearbeitet für mich. Und ich war mit einem tollen Mann verheiratet zu der Zeit, wo ich das erkannt habe. Und er hat immer gesagt, an solchen Tagen, geh malen. Sehr gut. Das ist mein, ja. Also ja. Einfach zu sagen, das habe ich heute auch gemacht. Das habe ich auch in den letzten Tagen gemacht. In den letzten Tagen war wieder eine sehr massive, eine Sonnenwelle, ein Sonnensturm, ja, der auf die Erde kam. Unsere Schumann-Frequenz, unser Erdpuls hat mal richtig wieder Gas gegeben. Das sind für mich immer Anzeichen, die auch mit Messgeräten sichtbar sind, sprich auch wissenschaftlich nachvollziehbar. Nicht einfach nur spirituelle, esoterische Spinnerei, wie ja viele immer sagen. Nein, man kann es sehen. Und an solchen Tagen, ich nehme mir die Zeit, schiebe alles, was geht, beiseite und sage, ich male. Und dann können 10, 20 Bilder am Tag entstehen. Und ich sage, oh, und dann gehe ich ins Bett und sage, okay, ich habe wenigstens was Sinnvolles gemacht an dem Tag. Früher ging gar nichts zu der Zeit. Ja, jetzt verstehe ich auch, wie du die vielen Bilder fertig bringst. Ja, genau. Wenn das Universum pulst, male ich. Ja, super. Ja, ich zu meinem Teil, ich gehe spazieren. Super. Das ist also diese Verbindung heute Morgen zum Beispiel in der Morgensonne, das war um 8 Uhr morgens, bin ich hier spazieren gegangen. Ich habe ja die Natur vor der Türe, sagt man, und den Himmel angeguckt, die Sonnenstrahlen und die Vögel und so. Das ist einfach herrlich. Ja. Ja, und das bringt so eine Erdung. Genau. Ja, genau, du hast ja auch viele, du hast viele Videos zum Thema Erdung gemacht und für mich ist es der Garten. So seit 2 Jahren bin ich Wühlmaus und wurschtel in meinem Garten und erschaffe für mich Pflanzen, die ich essen darf. Und das ist für mich Erdung pur. Also gestern gab es auch so am Anfang des Tages, ich hatte frei, normalerweise arbeite ich die Wochenenden durch, habe dann mittwochs frei und bin nur aufgewacht, dachte, oh mein Gott, was ist jetzt wieder? Und dann habe ich mich in den Garten gestellt, alte Klamotten an und habe einfach meine kleinen Saaten, die aufgegangen sind, vereinzelt, neue Salate und Tomaten und so. Und danach war ich wieder so richtig schön mit der Natur verbunden. Bei uns ist ja auch Frühling. Es ist deutlich kühler als normal. Okay. Ja, oh je. Also nicht so kalt wie in Deutschland, aber auch schon. Ja, aber es ist schön, also da wirklich in der Natur zu sein. Ich gehe auch genau wie du oft raus, walken. Ja, genau. Atmen. Ja, atmen, bewusst ein- und ausatmen. Also es sind jetzt schon ganz viele Tipps für euch, wie ihr durch diese Zeit am besten durchkommt. Malen kann man ja auch, wenn man nicht so talentiert ist wie du. Ne? Das kommt ja nicht unbedingt aufs Ergebnis an. Genau, ist einfach diese Tätigkeit, ne? Diese Energie rauslassen und sich verbinden, zentrieren. Ja, einfach Malblock, Wasserfarben reicht. Wenn es halt nicht ein Meisterwerk werden muss, einfach preiswerte Pinsel und einfach Farbe fließen lassen. Gerade bei Wasserfarben geht das wunderbar. Ja, schön. Oder Pastellkreiden, einfach mal schauen, welche Farben wollen kommen, wollen gesehen werden. Und dann kann man hinterher, wenn das Bild fertig ist, einfach mal draufschauen und mal so
als unbeteiligter Beobachter ohne Wertung drauf gucken, was macht das Bild mit mir, was will es mir sagen? Du hast ja vorhin auch gesagt, heute ist ja auch ein Tag der Reinigung. Genau. Und das ist auch sehr reinigend, denn wenn Gefühle in uns toben und wir die nicht rauslassen, dann können die uns wirklich von innen heraus zerfressen. Gerade an solchen Dramatagen, Sonnenstürme, das ist oft Dramazeit. Ja. Und wenn das Drama dann nicht mehr in uns tobt, sondern aufs Papier kommt oder die Leinwand oder dann im Garten mit Buddeln umgesetzt wird, dann kann man mal drauf gucken und sagen, okay, rausfließen lassen und danach ist ein Raum, ein neuer Raum da, der sich mit positiver Energie füllen kann. Ja, das ist ganz wichtig, was du jetzt sagst, denn alles, was wir rausatmen, zum Beispiel beim Spazierengehen, kann man ja auch einfach das so rausatmen und danach füllt sich dann der Körper, das Herz mit dieser schönen, lichtvollen Energie. Und das ist der Ausgleich, was uns in die Mitte bringt und wo ich für mich persönlich ebenfalls gut durch die Zeit komme. Wenn man eben achtsam ist, dass man diese Räume, die frei werden, auch entsprechend mit der Energie füllt. Denn klar, wenn ein Raum da ist, dann wird er von allem gefüllt. Und wenn man dann zufällig mit sehr viel negativ ausgerichteten Menschen unter einem Dach wohnt, dann saugt man sich quasi dann in dieses Vakuum schon wieder neue negative Energie. Alles eine Frage der Ausrichtung. Ja, klar. Also ganz wichtig, die Ausrichtung. Der Fokus immer auf das Positive lenken. Einfach. Ganz klar. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Das wären also für mich, als eines hätte ich auch noch so einen Rückzugsort, wenn man hat. Man muss ja auch nicht unbedingt immer was machen. Man kann ja auch einfach mal nur chillen, sage ich mal. Auch das tut der Seele sehr gut. Ja, vielleicht ein bisschen Tagträumen dabei. Ja. Das finde ich immer so schön. Es ist so eine sanfte Form der Manifestation. Dieses einfach mal so reinspüren, wenn man sich gerade mal nicht an dem Ort, wo man ist, so wohlfühlt, dann an einen Ort träumen, der mit schönen Erinnerungen oder schönen Visionen verbunden ist und da auftanken. Also für unser Gehirn ist es völlig egal, ob wir uns dahin träumen oder ob wir da sind. Für unser Gehirn ist das real. Und je intensiver wir uns das natürlich vorstellen, desto besser. Wenn wir uns an einen Strand träumen und dann uns vorstellen, dass wir diesen Meergeruch einatmen, Sonne auf der Haut und schon entspannt sich das ganze System. Manche wünschen sich eben auf einen Berg und wollen Skifahren oder was auch immer. Ja. Aber dieses Tagträumen ist unglaublich erholsam. Also einerseits, wie du sagst, kommt der Körper zur Ruhe. Also mir fällt es extrem schwer. Ich muss mal was tun. Ich bin so ein Duracell-Häschen. Aber wenn man dann gleichzeitig sich so irgendwo hinträumt, dann ist der Körper entspannt und die Energie füllt sich mit wunderschönen Impulsen auf. Also was mir da jetzt gerade einfällt, was ich oft habe, wenn ich zum Beispiel so im Halbschlaf bin, noch nicht ganz aufgewacht oder fast eingeschlafen, so dieses Zwischending, da kommen bei mir die Visionen, da kommt alles das, was ich auf einmal, die Impulse, was zu tun ist, was zu machen ist. Und das ist so schön. Also das ist eine Wohltat, weil der Verstand ist ja da noch leise. Der ist da noch nicht da. Und dann darf wirklich auch alles fließen, was die Seele so noch auf der Seele trägt, sage ich jetzt mal. Was ich sagen möchte. Hör auf mich und so, ja. Und dann, also das ist so wunderschön. Das ging mir heute früh erst so. Und dann habe ich natürlich an YouTube gedacht. So im Halbschlaf, weil das ist ja mein Ein und Alles. Ne? Das ist bei dir sicher auch so. Das ist also, mein Ein und Alles. Das sind deine Bilder, ja. Klar. Und und dann bin ich da so reingegangen und habe ich mein nächstes Video schon gesehen und genau gewusst, wie ich das alles mache. Und es ist so schön. Das ist der berühmte Alpha-Zustand. Genau. Dieses zwischen Tagesbewusstsein und Unterbewusstsein kurz vor dem Schlaf. Das finde ich immer so schön, wenn man sich noch nicht so gut mit Meditationen auskennt und nicht genau weiß, wie mache ich das denn. Ich hatte letztens nämlich so ein interessantes Gespräch mit einer Coaching-Kundin, die fragt, wie mache ich das denn mit den Meditationen? Ich kann nicht still sitzen, auch ein Duracell-Häschen wie ich. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass man ja auch beim Laufen zum Beispiel
meditieren kann. Wie du sagtest, den Atem verfolgen, das ist ja auch schon sehr entspannend. Aber diese geführten Meditationen, du machst welche, ich mache auch welche, es gibt ja viele im Internet alleine schon, sich hinlegen oder hinsetzen, Augen schließen, atmen, dann kommt man auch in diesen Alpha-Zustand und der ist extrem heilsam. Auch das ist wissenschaftlich bewiesen, dass man in dem Zustand wirklich an Themen kommt, an Heilkräfte kommt, an Selbstheilungskräfte, die sonst eben im Alltag nicht präsent sind. Genau. Also, toller Tipp. Ja, ich habe ja auch schon Seminare darüber gegeben, extra in den Alpha-Zustand reinzugehen und dann noch tiefer in den Theta-Zustand und dann da eben sich sein Leben zu manifestieren. Und dann geschieht es natürlich, weil das eine ganz andere Kraft hat, ne? Ja, da darf ich noch was reingeben, wenn du erlaubst. Ja. Ich habe heute Morgen mal wieder so mein aktuelles Energievideo gemacht, wo ich alles zusammenpacke, was an kosmischen Energien gerade präsent ist. Und ich sah durch Zufall, dass im Mai, also wir nehmen das ja jetzt am 22. April auf, werden es entsprechend ein paar Tage später online stellen. Ja. Und im Mai gibt es eine so kraftvolle astrologische Konstellation, dass Manifestation noch stärker funktioniert in beide Richtungen, deshalb ist Aussicht. Das ist immer so, ja. Ja, aber wie grandios. Also wir können jetzt gemeinsam, da kommen wir jetzt wieder zurück zum Lichtnetzwerk, genau, dieses Lichtnetzwerk noch verstärken, uns darauf ausrichten, dass wir gemeinsam eben uns immer weiter hochschwingen in die höheren Dimensionen. Einfach diese Kraft jetzt auch aktuell nutzen. Das ist ganz wichtig, dass wir immer diese, gerade diese, das sind ja wieder 10 Portaltage im Mai und da ist die Manifestationskraft die Chance für uns, wirklich etwas zu verändern, also schnell zu verändern, tief zu manifestieren. Das ist so ein Geschenk, diese Portaltage, also für mich jedenfalls. Ja, finde ich genauso. Ja. Im Moment sind wir in den Zentraltagen des Maya-Kalenders. Genau, auch sehr wichtige, transformierende, reinigende und klärende Energien. Ja, diese wirklich Klarheit finden, was ist mein Weg, wohin führt mich meine Seele, was will entstehen jetzt in dieser so besonderen Zeit. Ich habe das letztes Jahr so als Feld der neuen Möglichkeiten beschrieben für Menschen, die gesagt haben, was ist das denn jetzt alles hier für ein Wandel? Was passiert denn hier? Ja, es ist ein Feld der Möglichkeiten, in das wir greifen können, um unser Leben neu auszurichten und neu zu füllen. Es ist total an der Zeit. Also es wird ja von außen so stark gespiegelt, dass wir jetzt mal ins Tun kommen sollen. Denn so wie wir es uns ja vorstellen im Inneren, so wird es dann auch im Außen sein. Ja, und das ist jetzt die Chance für jeden, selbst sein Leben neu zu ordnen. Auch wenn es schwer fällt, auch wenn es tatsächlich wirklich sehr schwer ist für viele. Ich weiß es. Aber es nützt nichts, wir gehen da einfach durch. Wir haben ja gar keine Wahl. Wir wollten ja hier sein, wir wollten diese Inkarnation ja unbedingt jetzt machen. So ist das. Damit wir diesen Wandel miterleben und nicht nur erleben, sondern auch gestalten. Das ist dann wieder ein Unterschied. Ne? Ja, beides zusammen. Ne? Also das Aktive und das Passive. Und es ist ja immer nur, wenn man aktiv ist, kann man auch was erreichen. Das Passive heißt ja für mich auch einfach Verantwortung abgeben. Das ist ja nicht gerade so toll. Also ich bin lieber aktiv. Bin ich ganz bei dir. Ich sage immer, wenn wir dem Leben überlassen, dass es für uns entscheidet, dann würfelt das Leben. Und was da rauskommt, ist nicht immer lustig. Nein, und das weiß man dann auch ja gar nicht, was dabei rauskommen kann noch dazu. Ja. Also lieber aktiv entscheiden, meine Lieben. Ganz, ganz wichtig, aktiv sein, aktiv denken, aktiv manifestieren und jetzt die kommende Zeit nutzen. Das ist die Gelegenheit. Ja, und trotzdem, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, diese Work-Life-Balance, die man auf den Arbeitsalltag eigentlich beschrieben hat, kann man ja auch für diese spirituelle Entwicklungsarbeit genauso sehen. Also auch da zu sagen, okay, es gibt Zeiten, da bin ich aktiver in der Manifestation, in der Transformation, in der Reinigung, aber
viele stopfen sich im Moment extrem voll mit Informationen. Jeder gibt jetzt seine Impulse, gerade bei YouTube Preis und vielen anderen Plattformen. Und da auch eine Balance halten, von wem möchte ich die Information, wie viel möchte ich davon, kann ich das überhaupt verarbeiten? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Monika, aber ich habe in meiner 20-jährigen Seminarzeit als Seminarleiterin erlebt, dass es Menschen gibt, die so viel Geld in Seminare, Ausbildungen, Workshops, Coaching investiert haben. Da kann man ein Haus von kaufen, aber sie sind nicht wirklich weitergekommen, weil sie sich nicht die Zeit gegeben haben, das auch umzusetzen, erstmal zu verarbeiten und dann umzusetzen. Ja, manchmal ist es tatsächlich so, dass es gibt Menschen, die machen ganz viele Kurse und Ausbildungen, das habe ich auch schon gehört, und machen dann aber nicht weiter. Mhm. Ja, die haken ja das alles so ab und machen einfach nicht weiter. Und das ist schade, weil es wird ja in jedem Seminar was gelehrt, was wichtig ist, sonst würde man ja gar nicht teilnehmen. Und diese ganzen Energien und dieses Wissen, das wäre, das auch von der Wertschätzung her, wäre es doch wichtig, dass man das dann auch ein bisschen in sein Leben reinholt, das ein bisschen lebt. Und dann gibt man dem Ganzen noch viel mehr Energie und hat auch Freude daran. Ja, das ist so, wenn man das vergleicht, wenn man ein Beet hat und ja, man setzt einen Samen und da passiert nichts, dann setzt man noch einen Samen und noch einen Samen, vergisst aber einmal, dass es wachsen muss, es braucht Zeit, und man vergisst zu gießen, denn man bestellt den Boden nicht, man macht immer mehr, und das ist für mich der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Weisheit ist gelebtes, transformiertes, aktives Wissen, das wirklich Gestalt annehmen kann. Und das passiert bei den meisten Menschen nicht. Das finde ich bei den Online-Kongressen etwas schwierig, wenn man, ich weiß nicht, also es entstehen ja immer mehr Online-Kongresse zu diesen Themen, weil ja, wir dürfen uns ja nicht mehr treffen, können keine Seminare machen. Aber dann konsumiert man, ich habe das mal probiert, selber. Ich bin ja dauernd interviewt worden, habe ja schon wieder Termine. Aber ich kann dem nicht folgen. Ich habe nicht die Zeit, mir 4-5 Stunden am Tag Videos anzuschauen. Geht nicht. Also ich finde es schwierig, wenn man das nicht gut verarbeitet, das Wissen. Ich sag mal, du bist ja auch sehr aktiv in deinem Beruf, in deinem Wirken. Und da hat man sowieso nicht so viel Zeit. Und wenn jetzt jemand die Zeit hat, und ich nehme ja an, dass die Menschen, die jetzt so einen Online-Kongress anschauen, die nehmen sich dann auch die Zeit und schauen vielleicht jetzt nicht alles an, aber eben ausgewählte Beiträge. So könnte ich mir das vorstellen. Ich selbst habe noch nie einen angeguckt. Ja, also einerseits finde ich es eben toll, dass es das gibt. Ja. Weil dadurch natürlich auch sehr viel Wissen, wie auch bei YouTube, zur Verfügung gestellt wird. Ja, eben. Ja. Nur eben, der Trick ist ja, man hat ja diese Interviews nur 24 Stunden. Ja. Von denen. So, ja, dann musst du natürlich alle anschauen. Das ist dann so ein Zeitdruck und dann denkt man, ah, aber das würde ich doch auch noch gerne, aber wo bringe ich das jetzt unter? Ja, in meinen Alltag. Ja, aber so sind halt, auch, ja, du hast natürlich recht, die Menschen sind ja auch unterschiedlich. Die einen haben vielleicht eine Arbeit, wo sie nebenher auch diese Videos zum Beispiel anhören können, gar nicht anschauen müssen. Ja, zum Beispiel. Also ich denke, es hat schon seinen Sinn, auch diese Online-Kongresse, sonst wird es ja nicht so viele geben. Ne? Und die Menschen, die das anschauen, die werden davon doch sicher auch profitieren, sonst würden sie es ja nicht tun. Also denke ich mal. Ja. Alles hat so seinen Sinn. Aber wichtig ist einfach, dass wir nicht nur das Wissen reinstopfen, sondern dass wir es auch umsetzen, verarbeiten und umsetzen in unserem Leben. Ansonsten fließt es vorbei. Und das finde ich persönlich Zeitverschwendung. Ja, natürlich. Zeitverschwendung, wo wir doch alle gar nicht so viel Zeit haben. Nee, ist klar. Also wir haben jetzt ja gesagt, wie kommen wir am besten durch diese Zeit hindurch? Und das heißt also auch, wenn ich ein Seminar mache oder einen Kongress, dann das Wissen, das du bekommst, dass du das dann auch für dich umsetzt. Das ist weit so die Antwort darauf. Und es werden ja so schöne Sachen auch angeboten, mit denen du viel anfangen kannst. Das sind also
Und die Seele führt einen ja auch dahin, was gerade wichtig ist. Das ist ja dieser innere Impuls, der dann kommt und dich bewegt, dies oder das zu machen. Und danach ist es dann deine eigene Sache, dass du es noch ein bisschen für dich auch tatsächlich ins Leben reinziehst. Aufarbeiten. Und lebst. Ja, aufarbeiten. Und ich meistens, habe die Erfahrung. Entschuldigung. Oh, macht nichts. Du hast die Erfahrung? Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe in meinem Umfeld, Gleiches zieht Gleiches an, sehr viele hochsensible Menschen. Ich weiß nicht, wieso du das siehst, Monika, aber ich habe die Erfahrung bei mir selber gemacht, aber auch bei vielen Menschen, die ich begleiten darf. Hochsensible packen sich ihre To-Do-Liste am Tag extrem voll und ärgern sich dann am Ende des Tages, ah, ich habe wieder nur die Hälfte geschafft. Und es entsteht so ein innerer Druck dadurch, ja. Wir werden als Hochsensible natürlich auch in ein Feld geboren, das von gerade im letzten Jahrhundert, aber auch schon davor von extremem Leistungsdruck geprägt ist. Und wenn man dann eben das Gefühl hat, man leistet nie genug, dann kommen diese Selbstzweifel und dieses ständige mit sich selbst ringen. Bin ich zu doof? Warum mache ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht? Und. Und das ist wieder eine Bremse für den Aufstieg. Das kam ja, mir jetzt so in den Sinn. Ja, das ist schön gesagt, ja. Also Aufstieg bedeutet ja, dass wir uns frei machen von allem, was uns runterzieht und belastet. Und dieses ständige im Kopf und im Herzen sich selbst kontrollieren, unter Druck setzen, beschimpfen mit diesen alten Glaubenssätzen. Ja, das kann ich nicht, da bin ich zu doof für oder zu schwach, ja, zu sensibel, ja. Was auch immer. Ich habe mir vor, weiß ich nicht, 2 oder 3 Jahren ganz konkret vorgenommen, ab heute keine Selbstbeschimpfung mehr. Und was soll ich sagen? Es ist so viel Platz in mir für positive Gedanken. Und spannenderweise hat mein Ego seitdem auch seine Lautstärke extrem reduziert. Ja, diese Entscheidung. Das ist gut. Schluss. Okay. Also ich übe mich in Gelassenheit. Einfach, ich habe ja auch so eine lange Liste, was ich alles erledigen möchte am Tag, auch von den Kundenaufträgen und so, dass ich das schaffe. Und manchmal überrollt mich das tatsächlich. Und dann habe ich aber gesagt, okay, du kannst nur das machen, was du kannst. Gelassenheit und was eben heute nicht klappt, das kommt dann morgen dran. Es hat keinen Sinn. Und ich bin so mit mir zufrieden, weil ja. es hat keinen Sinn. Genau, und das ist ein Zeitmanagement, ist auch für Spiritualität, für ja. Selbstentwicklung, für ein sanftes Selbstoptimieren sehr, sehr wichtig, zu sagen, wie viel Raum schenke ja. ich mir am Tag, um mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also ich konnte anfangs, wie ich vorhin erzählte, auch nicht stillsitzen bei Meditation. Ich habe mir das antrainiert, vor anfangs von starker Bewegung, wo ich dann, ja. wie du gerade sagtest, auch beim Ausatmen alles losgelassen habe, ja. mich so was im Kopf kreiselt und so, bis hin, dass ich immer mehr Zeit auch in Stille mit mir sein konnte, sodass ich jetzt morgens zwischen 15, manchmal sogar 30 Minuten meditiere. Ich denke an Sachen, also ich habe es noch nicht geschafft, dass ich über längere Zeit an nichts denke, sondern ich sortiere mich, ich fühle mich, ich spüre die Energien um mich rum, ich spüre meine Krafttiere, meine Engel und so weiter. Und seit ich mir das schenke, wirklich morgens zu meditieren und dann auch vor dem Schlafen, also vor dem Einschlafen, so wie du gerade sagtest, in diesem Alpha-Zustand nochmal zu reflektieren und mit möglichst positiven Gedanken in den Schlaf zu gehen, vielleicht noch eine Karte ziehen, so als Impuls, das, ne? Ja. Dass mein Unterbewusstsein sich dann im Schlaf damit beschäftigen kann. Das sind wirklich Geschenke, die wir uns selber machen können. Und dann zu sagen zum Beispiel, ich nehme mir noch eine Stunde für ein Video oder um zum Beispiel ein Online-Kongress-Interview anzuschauen, was auch immer. Ja, ja, klar. Um das dann zu reflektieren, in ein Tagebuch zu schreiben und diese Dinge zu tun. Also ich habe zum Beispiel auch ein Morgenritual. Und zwar spreche ich ein Gebet und dann mache ich Yoga.
Und das bringt mich so schön in einen Gleichklang, in eine Zentriertheit, dass ich den Tag so richtig gestärkt und voller Elan und Freude beginne. Also ich bedanke mich auch immer für mein Leben, dafür, dass alles schön ist. Und das kommt aus der Tiefe meines Herzens. Und das ist jetzt gerade seit ein paar Jahren mein Morgenritual. Es ist so wichtig. Also ich mache auch morgens erstmal Gymnastik, um den Körper zu entspannen. Der kann sich ja auch nachts mal verspannen. Ja, kann. Und, da muss ich wirklich sagen, also je älter man wird, desto wichtiger ist das, damit die Gelenke geschmeidig bleiben, morgens Gymnastik zu machen, Yoga. Ja. Also ich teile das auf zwischen Power-Gymnastik, Stretching und dann auch Walken morgens, damit ich wirklich morgens so richtig wie in Wallung komme, meinen Kreislauf wirklich hochbringe. Meiner ist eher zu niedrig, der darf dann hochkommen, bei anderen ist es umgekehrt. Ja. Und dann ist einfach das ganze System bereit, ja, statt morgens aufzuwachen und zu sagen, keine Ahnung, ich muss jetzt direkt funktionieren, der Wecker schreit und Kinder, was auch immer, sondern wirklich sich selbst diese Kraft und diese Zeit zu schenken, da überhaupt mal zu reflektieren, wer bin ich, wo bin ich, was ist gerade wo los? Wo bin ich, hier? Ja. Ja, diese Selbstreflexion, die bringt einen ja dann auch in seine Kraft. Also ich empfinde das so. Ne? Nochmal zu gucken, was habe ich alles für schöne Dinge erreicht. Das ist ganz wichtig, dass man sich tatsächlich immer auf das Positive und auf das Schöne konzentriert und das dann auch sieht. Und das nimmt man dann mit in den Tag. Ja, und wenn der Körper flexibel ist, ist der Geist auch flexibel. Das vergessen das stimmt. Menschen. Viele Spirituelle denken und fühlen, aber vernachlässigen völlig ihre Seelenhülle. Mm. Und die muss auch mitmachen dürfen. Ja, das sind ein paar Millionen Zellen, die wollen mitmachen. Ja, natürlich. Jede Zelle ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja, also wir haben jetzt einige Punkte aufgezählt, die euch allen gut tun, die euch das Leben bereichern können. Und vielleicht sucht ihr euch da was aus, was jetzt so besonders gut zu euch passt, wo ihr Lust drauf habt. Und ich lege euch ans Herz, schaut einfach mal, wie ihr euer Leben dadurch bereichern könnt. Und dann kommt ihr automatisch aus diesen negativen Denkstrukturen vom Kollektiv raus. Dann hat das gar keinen Platz mehr. Das ist so meine Empfehlung. Was würdest denn du jetzt noch für eine Empfehlung geben? Wir haben ja eigentlich schon viel gesagt, ne? Ja, viele Tipps. Also für mich ist wirklich in dieser Zeit jetzt sehr wichtig, worauf konzentriere ich mich? Ja. Ich starte einfach den Morgen damit, dass ich die Wunder und Geschenke des Lebens einlade, denn dann sehe ich sie. Und dass ich in meiner Meditation das Gute, Wahre und Schöne einlade. Das Gute, Wahre, Schöne ist für mich so ein schöner Begriff aus dem Altertum, aus der altertümlichen Philosophie, dass ich mich darauf ausrichte, dass das Gute kommen darf und alles andere darf an mir vorbeiströmen. Ich musste nicht quasi ganz allein sein auf der Welt. Es dürfen alle Menschen da sein, aber sie kommen nicht in mein Feld, sondern sie strömen an mir vorbei, die negativen Energien strömen an mir vorbei. Ich bin in meiner Mitte, ich leuchte, was das Zeug hält, am liebsten auch mit anderen Lichtmenschen zusammen. Und dann habe ich ein wunderschönes, klares, gereinigtes Feld um mich herum, bin vernetzt, um jetzt die Tagesenergie nochmal zu erwähnen, ja, Netzwerken mit positiven, gut ausgerichteten Menschen austauschen, den Körper lieben, ehren und wertschätzen, genauso wie unsere Erde. Und das ist automatisch ein super Modus, in dem man sich dann immer höher schwingt. Genau, das ist also auch ein sehr schöner Tipp für euch. Liebe Sonja, das hast du super schön gesagt. Und ich darf mich bei dir bedanken, dass du heute hier warst, dass wir zusammen das erste Mal ein gemeinsames Video hatten. Und ja, ich wünsche euch allen ganz viel Kraft, ganz viel Licht und Liebe, damit wir zusammen durch diese wunderbare Zeit, sag ich mal, des Umbruchs hindurchkommen. Die Chance für uns.
Gerne darfst du noch dein Schlusswort sagen. Ja, erstmal vielen Dank für das Interview, also den Austausch. Und ich wünsche allen Menschen auch, dass jeder für sich lernt, mit sich selber glücklich zu sein. Und dann können wir gemeinsam glücklich sein. Ja. Das ist mein Schlusswort für heute. Danke, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Alles Liebe. Tschüss.